Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin heute unterwegs beim und mit dem Armin Zeder. Er ist eines der Vorstandsmitglieder des Tesla Owners Club Helvetia, kurz TOCH. Und ich habe von ihm interessante News gehört, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht nur für mich interessant, sondern für euch auch, oder mindestens ein Teil von euch, nämlich für alle die, die sich für Solarenergie, Photovoltaik interessieren. Und im Kontext natürlich mit Tesla bzw. mit der Elektromobilität, was man mit dieser Solarenergie alles machen kann. Und wie ihr hier im Hintergrund seht, ist da bereits die ersten Komponenten zu sehen. Wir sind hier beim Armin daheim jetzt. Das ist seine, wie soll ich sagen, Hausinstallation. Und jetzt kann ich wieder zunehmen. Ich musste vorhin ein bisschen lachen, darum hat der Armin ein bisschen auf die Seite müssen. Ciao Armin. Ciao Beat. Also wie sagst du dem Hausinstallation oder als was tust du das jetzt bezeichnen? Ja, das, mit dem kann ich leben, das ist ein guter Ausdruck. Ja. Wenn man das so sieht, grob, ist schwierig abzuschätzen, wie viele Quadratmeter das sind. Vor allem, weil es ja dann, wenn man ein bisschen von oben schaut, sieht man, es ist doppelseitig. Also es ist sowohl, was ist das, Norden, Süden oder Osten, Westen? Das ist doch schwierig. Lassen wir das. Ja, ja, genau. Aber du weißt sicher, wie viele Quadratmeter das sind, ungefähr sind. Ich weiss, es sind 48 Solarpanels mit knapp 25 Kilowattstunden Peak, wie man dem, glaube ich, sagt. Genau, okay. So ist das. Oder wie lange hast du es? Das ist vielleicht die erste Frage. Ja, die PV-Anlage ist im August 2018 installiert worden. Und weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass das Speichermedium natürlich Tesla Powerwall muss sein, ist die erst vor gut einer Woche installiert worden, wo wir halt müssen darauf warten. Also das heisst, wir können, zu diesem Thema kannst du noch nicht so viel sagen, jetzt, weil noch nicht so viel Erfahrung ist. Aber wenn du im 18. installiert hast, was hast du denn mit der Energie gemacht? Hast du die einfach ins Netz gespissen und fürs Haus gebraucht, aber einfach ohne zwischen zu speichern im Akku? Genau, das ist korrekt. Also ich habe schnell mal gemerkt, dass eine PV-Anlage für so optimal zu nutzen nur erst dann Sinn macht, wenn man auch die gewonnene Energie speichern kann. Weil meine Frau Christine und ich, wir sind beide arbeitstätig und wenn wir dann am Abend heimgekommen sind, haben wir die erzeugte Energie einfach ins Netz gespissen. Wir haben zwar wahrscheinlich, hast du noch etwas bekommen? Oder, ja, doch. Also wir haben dann auch einmal Vergütung bekommen. Und die ist schon ordentlich ausgefallen. Wir haben aber auch noch zusätzliches Glück gehabt, dass wir das Glück haben, zwei Tesla dürfen zu haben und zusammen am gleichen Ort zu arbeiten. Da sind wir meistens nur mit einem arbeiten und dann haben wir den einen Tesla mit Solarenergie geladen. Und am nächsten Tag haben wir eigentlich gewechselt, dann haben wir den einen wieder angehängt und mit dem anderen sind geschafft. So ist das ein bisschen unser Speicher geworden in dem Sinn. Aber ist eine suboptimale Lösung. Mit Powerwall ist das natürlich sehr, sehr viel effizienter. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dass du nicht irgendeine andere Speicherlösung genommen hast, sondern einfach gewartet hast. Ja, das macht mittlerweile 3 Jahre, oder? Weil du hast müssen warten. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Es ist immer noch knapp verfügbar, die Powerwall. Ja, ganz genau. Das hat man als EKZ bestätigt, wo offizieller Partner ist von Tesla. Die kommen tröpfchenweise rein und ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich jetzt die bekommen habe, wo ich gerade 3 aufs Mal bestellt habe. Das hat die natürlich auch gefreut und interessiert, weil die so eine Station haben es auch nicht alltag. Und es gibt sicher andere ganz tolle Speicherprodukte auf dem Markt. Das ist außer Frage, aber ihr könnt mich. Ich bin ein bisschen an Tesla-Brüllen an und für mich hat es nichts anderes als Powerwall im Haus. Das ist für mich so abgerundet und ja. Das ist klar. Jetzt haben wir gehört, 3. Warum müssen es denn gleich 3 sein? Beziehungsweise gibt es einen technischen Grund noch? Vermute nicht, warum es das so ist. Ja, 3 habe ich gefunden, sind harmonischer, wenn die an der Wand sind. Nein, Spass beiseite. Ich bin diesbezüglich wirklich ein Laie, technisch ein Laie, aber ich habe mich informiert und habe gelernt, dass wenn man 3 Phasen können
Autoladen braucht es halt 3 Powerwalls, weil die für den amerikanischen Markt nur so ausgelegt sind, dass die einphasig Energie abgeben können. Deshalb 3. Also nicht, weil ich nicht gewusst habe, woher mit dem Geld, sondern das war auch der Grund, gewesen, um ein bisschen effizienter zu laden. Ganz Stichwort genau. Geld. Willst du eine Aussage oder kannst du eine Aussage machen, was da so eine Powerwall kostet, mal jetzt zum Kauf ohne Installation? Ja, ich habe die auf der offiziellen Tesla.com-Seite. Statt ein Auto kann man dort die auch reservieren, kaufen. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist sie jetzt, glaube ich, bis 7.800 Schweizer Franken pro Stück. Und dann wird einem nachher quasi ein Partner empfohlen. Und so kommt das nachher in Gang. Für mich war es nie ein wirtschaftlicher Grund gewesen. Vielleicht tue ich jetzt da viele irritieren. Ich weiss, dass da viele Rechnungen anstellen, trendiert es nicht. Für mich war halt etwas mit der Grund gewesen, eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Und ein bisschen auch Spass an der Freude. Und es gibt schon ein gewaltiges Gefühl, zu wissen, man hat jetzt den Strom aus der Sonne, der in dem Sinn ja auch gratis ist. Und ein Mitglied von unserem Club hat gesagt, das Auto rentiert sich ja eigentlich auch nicht. Wieso soll sich die Solaranlage rentieren? Das ist mir auch noch gut eingefahren. Das ist, glaube ich, vom Jan gekommen, der Spruch. Und da habe ich gefunden, ja, ich bin gar nicht so eigentlich auf dem falschen Weg. Es muss nicht immer alles rendieren im Leben, das man macht. Und es ist natürlich sicher eine schöne Genugtuung, kann man vorstellen, wenn man am Abend heimkommt und nachher, wie du sagst, kann quasi die selber erzeugte Energie nutzen. Für das Fahrzeug zu sagen. Also quasi daheim tanken, wenn man das so salopp formulieren. Ja, das ist korrekt, Beat. Und ich kann dir sagen, das erste Mal, als wir hier aus der Garage rausgefahren sind, meine Frau und ich, und denken, hey, wie fahre ich hier jetzt mit Energie, wo aus der Sonne gekommen ist, hier runter in das Auto. Das war schon noch ein erhebendes Gefühl. Und ja, ist ja eigentlich eine endlose Ressource. Also das ist eben nicht mit Geld aufzuwägen. Jetzt wird natürlich der wirtschaftlich denkende Zuschauer wird fragen, ja, aber gleich, auch wenn man das aus Enthusiasmus macht, ein gewisser Bezug zur Wirtschaftlichkeit muss gleich gegeben sein. Hast du dir Überlegungen gemacht bezüglich Return of Invest? Ganz grob, hast du das mal so eine Berechnung angestellt, wie lange es jetzt etwa dauert, wenn du jetzt so erzeugte Energie kannst, quasi gratis nutzen, bis sich so eine Investition amortisiert hat. Auch da, Beat, ich muss dich und Zuhörer jetzt enttäuschen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das gleich gehalten wie bei der Hochzeit. Haben sie mir auch gesagt, du sollst jetzt heiraten, zahlst ja nur mehr Steuern. Um das Dilemma nicht zu erleben, habe ich es gar nicht ausgerechnet, was ich mehr Steuern zahle, wenn ich heirate. Ich habe einfach geheiratet aus Überzeugung. Und hier auch, da bin ich der falsche Ansprechpartner, um jetzt da über die Wirtschaftlichkeit zu diskutieren. Gibt es andere Leute, die das besser können, besser gemacht haben. Auch im Club haben wir ganz tolle, versierte Leute. Bei mir ist es einfach, ja, Hobby und ich habe mir einfach... Und Enthusiasmus. Enthusiasmus, ja. Und ja. Ja, also, wenn jetzt einer von euch ich wollte jetzt nicht sagen, was soll ich dem formulieren, die Wirtschaftlichkeit liebenden Zuschauer unser Video schaut, der unten dran tut doch kommentieren oder tut eine Verlinkung dazu machen, wenn ihr einen Ort, wenn ihr eure Meinung zu dem Thema oder zur Wirtschaftlichkeit möchtet kundtun. Aber mir würde es wahrscheinlich, wenn das bei mir jetzt einmal wäre, ging es ziemlich ähnlich wie dir, dass man das einfach macht, im Wissen, dass man etwas mal gut gemacht hat, wo technisch heute möglich ist und einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man zur Garage ausfährt, wie du vorhin gesagt hast. Ja, ganz genau. Und jetzt haben wir das Dach gesehen, jetzt haben wir die Solarpanels gesehen und was wir natürlich auch noch schauen wollen, ist dann schlussendlich der Kern der ganzen Sache, eben die Powerwalls, denen ihre Steuereinheit und dann können wir, glaube ich, noch kurz einen Blick auf das Handy werfen oder ich weiß nicht, ob du einen PC auch noch hast oder auf dem iPad, wie man im Tesla, wo man ein bisschen grafisch sieht,
was da für Leistung daherkommt und einfach eine kleine Übersicht von der ganzen Installation sich noch zeigen. Gut, es freut mich jetzt gerade unsere Clubgärtnerin Karin, die immer das schöne Blumenbeet macht am Supercharge in Dietikon, ist jetzt gerade instruiert worden, wie man mit dem Toyota Elektrobus fährt. Und jetzt geht es ab, zusammen mit dem Tesla, zum Sommerpneu wechseln. Und der Club ist natürlich der Tesla Owners Club Helvetia. Der Koch oder kurz Toch gemeint. Ganz genau. Dann hätten wir das Geheimnis so gelüftet. Also gut, Pneu wechseln. Ja, danke. Tschüss. Also bei der NOSAG gibt es auch Mitarbeiter mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Der Hugo ist so einer und auch er hat sich aber mittlerweile an Tesla gewöhnt, glaube ich, habe ich verstanden. Und zeigt uns jetzt mal, wie man das auch elektrisch kann nutzen kann. Das geht relativ einfach. Interessant ist natürlich, wie das Innenleben von diesem Fahrzeug aussieht. So. Muss ich jetzt zuerst ausstecken oder soll ich einfach einsteigen? Ja, du musst noch mal raus, hä? Ja, das lass das mit dem Ausstecken. Das wissen alle, ja, wie man das Ladekabel ein- und aussteckt. So. Ich hätte viel. Ja, das geht ja zack, zack. Ja, du hast zwei Sitzmodi. Ja, jetzt soll ich den Sitz einstellen. Auf, zum Fahren. Fahre okay, es sind zwei Positionen in diesem Fall. Zum Fahren und zum Ein- und Aussteigen. Und hier, was ist das Besondere hier, wo die Seitgerichte, die wir jetzt hier sehen, das ist? Das ist einfach meine Bremse. Wenn ich drauf drücke, dann bremse ich. Und wenn ich Gas gebe, dann gebe ich so Gas. Das ist die Beschleunigung und Bremse. Bremse, aber dann geht eben die Türen zu. Aha. Ja, dann schauen wir doch mal, ob die zugeht. Ja, schau da. Ja, und sonst, das ist ein mechanischer Umbau. Pedal sind drin, das kann jeder Fußgänger mit dem Auto auffahren. Also es ist Gas und... Also es läuft auch Pedal sind noch in Funktion? Pedal sind in Funktion. Mini. Zur Sicherheit muss ich einfach das Gas hochklappen. Das hat man so gemacht. Man kann es aber einfach hier runterklappen. Aber das nicht, dass nicht irrtümlich dran kommst, ja? Ja, genau. Das ist schon runter. Ja. Was sind sonst Erfahrungen, die du mit dem Fahrzeug gemacht hast? Ja, es ist einfach die Beschleunigung, also wenn man mal überholen will, dann geht etwas. Und wenn man ab dem Gas geht und selber bremsen, und das ist schon ein Vorteil. Also, man ist praktisch nie auf der Bremse, praktisch nur beim Rotlicht oder bei einem Stopp. Oder in einem Notfall natürlich. Oder in einem Notfall. Aber ich brauche die Bremse eigentlich relativ wenig. Und ich habe auch jetzt 170'000 Kilometer drauf und noch nie ein Bremsbeleg wechseln. Also wie lange, also, du hast jetzt das Fahrzeug? 5 Jahre? Nein, seit 3 Jahren. 3 Jahre? Ja. Und? Es ist, ich habe immer noch jeden Tag Freude, wenn ich mit dem da fahre. Ich glaube, das, wie bei jedem anderen Tesla-Fahrer ist das genau dasselbe. Ich habe noch keinen gehört, der etwas anderes gesagt hat. Nein, es ist wirklich, es ist einfach schön. Und macht keinen Krach? Und macht keinen Krach. Und ich habe daheim, also meine Frau hat noch ein Auto, das ich auch umbauen habe. Und es ist auch schon ein ungewohnt, wenn man dann wieder mit dem fährt. Oder jetzt mit dem Tesla. Das muss man sich dann auch wieder dran gewöhnen. Ja, also. Hätten wir das mal auch live gesehen. Hugo, merci vielmals, gell, dass du uns das mal gezeigt hast. Danke. Danke. Ja, also das sind nicht Powerwalls, das ist definitiv so. Das ist ein Souvenir, das sich der Armin zugetan hat, habe ich vorhin vernommen, wo, glaube, demnächst noch eine Veränderung wird erfahren, oder? Ja, ganz genau.
Ich tue das hier demontieren, den Originalfüllschlauch. Und der wird ersetzt mit einem Ladekabel, dass man hier das alte Gerät in einem zweiten Leben kann zuführen kann. Und alle Besucher bei uns, die zu uns kommen, können hier gratis Solarstrom laden aus einer Aral-Diesel-Tanksäule. Ich finde das doch noch eigentlich schön, damit die nicht auf der Müllhalde landet, sondern noch ein zweites Leben bekommt. Also, das war gestern. Genau. Und jetzt gehen wir schauen, was jetzt ist. Ja, und auf dem Weg zu Tesla Powerwall gehen wir da hier beim Armin schauen, wie das aussieht. Er ist da gut ausgerüstet. Garage mit zwei Parkplätzen, Ladestation und Tesla Powerwall. Das sind also jetzt die drei Stück, die hier fachgerecht installiert sind. Du hast mir vorhin gesagt, eine hat wie viel? 13,5 Kilowattstunden Kapazität. Genau, ja, das ist korrekt, ja. Es ist wie lange? Eine Woche ist sie jetzt installiert. Ja. Also, das ist wirklich brandneu. Wir wissen, die sind rar gesagt im Moment. Das ist, du hast gesagt, das ist tröpfelweise kommen die nach Europa. Und es ist also nicht so, dass wenn man heute bestellt, klicki, klicki, es morgen da ist. In deinem Fall ist es jetzt drei Jahre gegangen. Ja. Heute geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber eben, sie ist nicht morgen da, wenn man heute bestellt. Nein, DKZ hat man gesagt, sie hat etwa 60 Stück installiert. Gesamtschweizerisch ist ja 60, ja. Nicht allzu viel. Das zeigt, wie begehrt sie sind und wie rar sie sind. Ja. Und haben sie auch gesagt, wie viele Bestellungen das sie offen haben? Das wäre noch fast die interessantere Zahl. Das kann ich jetzt so nicht beantworten, aber ich weiss, dass sie offene Bestellungen haben und eigentlich immer dran sind, Kunden zu vertrösten auf einen nächsten Termin. Irgendwann. Ja. Du hast jetzt gesagt, EKZ, das ist, heisst das Elektrizitätswerke des Kantons Zürich? Ja, so genau. Ja. Das wird, ist mir als Partner empfohlen worden. Also das heisst, wenn man bei Tesla jetzt so eine Wall oder mehrere bestellt, dann tun sie quasi nachher wie ein Partner in dem entsprechenden Land vorschlagen, der eine Art Zertifizierung hat. Oder genau, wie man das korrekt installiert. Die Postleitzahl, wo du da bist, wird dir einer zugewiesen. Es ist glaube ich, nicht ein Must, aber ist ja irgendwo schon sinnvoll. Ja, und das vor allem darum, weil ja schlussendlich auch eine Netzanbindung erfolgt. Oder? Es ist eigentlich ein Drückenspann. Solarpanels, die wir vorhin gesehen haben, genau. Der Energieträger, also der Akku, die drei Akkus hier, jeder bedient hier eine von unseren drei Phasen bei unserem Stromsystem und hinten sehen wir dann noch den Gleichrichter, wo der Strom aus den Solarpanels tut, in Wechselstrom verwandelt und der Akku auch daran angeschlossen werden. Auf dem App kann auf dem Tesla App, wo man den Leistungsfluss sieht. Also das ist jetzt live, was jetzt aktuell live, vom Dach kommt, sind 9,9 Kilowatt jetzt. Und 2,9 davon gehen ins Haus und 7 Kilowatt... wird jetzt der Akku, die Powerwall geschmissen, also genau, geladen. Genau. Du siehst jetzt dort auch aktuelle Solarleistung. Ladestand, die 44%, die wir auf dem App gesehen haben und im Moment der Verbrauch von 2800 Watt. Jetzt sind wir im Wein, jetzt gehen wir in Wein, der Armin und ich nehmen jetzt noch einen anständigen Wein, so einen Faustino Primero. Aber nein, Scherz, es geht hier nicht um Wein, sondern um das Böckli. Du hast vorhin gesagt, nicht wahnsinnig spektakulär, aber es ist schlussendlich quasi der Gateway zwischen den Powerwalls und dem Elektrizitätswerk, gepaart noch mit dem ABB-Wechselrichter, genau, wo der Gleichstrom, der von der Solaranlage kommt, den Wechselrichter und hier das Interface eben zu den Powerwalls. Ja, wie gesagt, weitere Erfahrungswerte wird es in der Zukunft geben. Es war mir einfach noch wichtig, oder ich habe es toll gefunden, dass wir das mal schauen können. Ich konnte es noch nie anschauen und live von so nachgesehen. Der Armin
kommt auch zum Schlusswort noch, gell? Du ja. Hast jetzt natürlich Freude wie verrückt, das weiss ich. Als Technik-Affine bist du der Plauscher. Hätte ich auch, notabene. Merci vielmals, ich schnell durfte vorbeischauen. Und vielleicht schauen wir mit den Kommentaren beim YouTube reinschauen und kommentieren und fragen. Wir sind nicht ab vor Welt. Der Armin wird sicher auch Freude haben, wenn ihr noch ein paar Bemerkungen oder Fragen habt auf den gängigen Kanal. Ja, und Beat, ich möchte meine Freude mit dir teilen. Du machst so extrem viel für die Tesla-Welt, für die Elektromobilität vorwärts zu bringen. Ich habe dir hier ein kleines Geschenk vorbereitet, natürlich ordnungsgemäß in einem Tesla-Säckchen. Ich finde deine Beiträge immer sehr interessant und auf eine Art und Weise auch sexy. Darum finde ich, dass du dir auch mal etwas verdient hast. Und ich möchte dir gerne die Gläser schenken, wo dann schlussendlich das Wort sexy, und das ist ja der Insider bekannt, was das bedeutet, dir so übergeben. Merci vielmals. Das wäre schade, wenn es fallen würde. Merci vielmals, Armin. Das freut mich sehr, dass jemand Freude hat an dem Ganzen. Merci. Was meinst du, wenn sehen wir das Y vom Sexy hier in der Schweiz? Tja. Sehen wir das ja noch eins aus Grünheide? Ja, das sicher. Bin ich überzeugt. Das Jahr werden wir in der Schweiz das noch sehen. Aus Grünheide? Aus Grünheide. Gut, ich lasse das so im Raum stehen. Ich bin jetzt Optimist grundsätzlich und ich teile darum Armin seine Meinung. In diesem Sinne und Geist, merci fürs Zuschauen, bleibe gesund und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. No mission. Yeah.